Sie strahlte, als hätte sie Gold gewonnen. Auch wenn es für Viktoria Rebensburg diesmal nur zur Bronzemedaille gereicht hat. Und die Riesenslalom-Spezialistin wusste, bei wem sie sich zu bedanken hatte. Ja, klar, die Serviceleute haben natürlich auch einen sehr großen Anteil an der ganzen Geschichte. Oder mein Servicemann, der Andreas Berger. Der geht natürlich mit mir auch durch dick und dünn und das schweißt auch extrem zusammen. Und dadurch war es mir auch wichtig, dann gleich mal den Weg nach den ganzen offiziellen Sachen zu ihm zu suchen. Dass sie überhaupt in Sotschi an den Start gehen konnte, grenzt fast an ein Wunder. Eine schwere Lungenentzündung ließ eine richtige Vorbereitung gar nicht zu. Rebensburg verbrachte mehr Zeit beim Arzt als auf der Piste. Ja, natürlich, das ist nie einfach und das gehört, glaube ich, auch zum Leistungssport dazu, dass man einfach mal solche Phasen erlebt. Ich habe es heuer schon sehr, sehr oft und lange auch leider miterlebt, aber wie gesagt, ich denke schon, dass es mich stärker gemacht hat. Nur in solchen Phasen lernt man wirklich sich selber dann auch nochmal besser kennen und auch das Umfeld natürlich. Und ja, und wie es jetzt eben dann mit der Medaille verlaufen ist, natürlich ja der I-Punkt auf dem Ganzen. Viktoria Rebensburg. Für sie fühlt sich Bronze fast wie Gold an.